Nach Claudia Blackholm gleich die nächste Oberösterreicherin. Eva Maria Holzleitner aus Wels ist die Kinder- und Jugendsprecherin ihrer Partei. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Bundesregierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sehr geehrter Herr Arbeitsminister, ich möchte Ihnen nur eines nachschicken nach Ihrem Zeit im Bild 2 Interview. Auch wenn die grünen Kollegen da gerade im Gespräch vertieft sind und durchaus das ein bisschen stören. Es ist egal, Sie können es auch gerne in der TVT nachschauen. Es hat sich noch nie als Fehler erwiesen, gegen menschenunwürdige Lebensbedingungen einzustehen. Und es hat sich auch noch nie als Fehler erwiesen, für Menschlichkeit da zu sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, und ich möchte eins betonen, schauen wir nicht länger zu, wie es in den Lagern in Bosnien und Griechenland zugeht. Handeln wir. Wir wären hier Bündnispartnerinnen und Bündnispartner. Holen wir die Menschen da endlich raus. Alles andere ist unerträglich. Das Jugendressort wandert nun gemeinsam mit Familie zur Ministerin Raab, die nun zuständig ist für Frauen, Gleichstellung, Kultus, Integration, dann eben Familie und Jugend, ein breites Feld. Ich bin wirklich gespannt, auch in der Bundesregierung hat der Tag 24 Stunden, wie viel Zeit dann letzten Endes wirklich für die Jugendagenten übrig bleibt. Weil diese massive Ressortagglomeration sehe ich schon ehrlicherweise ein bisschen bedenklich. Wir brauchten eigentlich komplett was anderes. Eine eigenständige, inklusive Jugendpolitik mit einem Ressort, das entsprechend ausgestattet ist. Kein Beiwagerl, kein Sammelsurium, kein Teilbereich irgendwo, eine selbstbewusste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Und wir hören immer, Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Kinder und Jugendliche sind mit der Politik, die gemacht wird, am längsten nur konfrontiert. Zitate, die wir im politischen Alltag eben ständig hören. Wir müssen aber diesen Zitaten auch Leben einhauchen, das wahrnehmen und Kinder- und Jugendpolitik hier im Hohen Haus und auch in der Bundesrepublik, in der Bundesregierung einen entsprechenden Stellenwert einräumen. Und ich glaube, das ist wichtig. Junge Menschen wollen teilhaben. Wir haben das im Parlament jetzt auch mit dem Demokratiemonitor wieder gesehen. Zum dritten Mal wird er schon gemeinsam mit Sora erhoben und da kommt ganz klar raus, junge Menschen sind an Politik interessiert, wollen mitmachen. Und diesen Tatendrang müssen wir hören, müssen wir wahrnehmen. Ja zu einem eigenständigen, selbstbewussten, klaren Kinder- und Jugendministerium. Auf Twitter liest man schon die Ministerin für alles, was der ÖVP eh irgendwie wurscht ist. Ich glaube, es gibt einige wichtige, große Punkte, die man sich als Kinder- und Jugendministerin durchaus annehmen muss. Die Jugendarbeitslosigkeit war schon ein Thema. Die massive Bekämpfung muss Priorität Nummer 1 sein. Wir wissen, nichts ist so prägend wie eine Lücke im Lebenslauf ganz am Anfang. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Es braucht ein knackiges, konkretes Maßnahmenpaket. Keine Taskforce, die vollmundig mit Doorstep angekündigt wird, wo letzten Endes wieder nichts rauskommt. Ein Showprojekt. Wir brauchen wirklich Konkretes. Die Jugendstrategie haben wir gemeinsam beschlossen. Ein guter Punkt. Sie muss aber mit Leben gefüllt werden. Zeitplan, konkrete Maßnahmen auch da. Ich möchte hier nochmal die Concluding Observations aus Genf einfach mitgeben, Frau Ministerin, dass Sie sich das bitte anschauen. Wir haben sonst immer nur gehört, es wird evaluiert, es wird geschaut und so weiter. Drücken wir auf die Tube, schütteln wir die Seepocken vom Boot ab, die verlangsamen nur. Wir müssen jetzt wirklich einen Zahn zulegen. Auch die Folgen von Lockdown, Schulschließungen und Co. sind Thema. Psychische Folgen der Corona-Krise, die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Die Med-Uni Innsbruck hat es wieder dargelegt in einer erneuten Studie. Bitte warten Sie nicht länger zu, machen wir moderne, starke Jugendpolitik und fangen wir endlich an und räumen wir ihr den Stellenwert ein, den sie wirklich hier verdient.